Moin moin liebe Naturfreunde, hier ist euer Dr. Urbex und ich begrüße euch auf einer neuen Tour. Und heute geht es ja Richtung Burg Blankenstein. Ich befinde mich gerade in Hattingen und wir machen eine kleine ca. 11 Kilometer Runde. Vielleicht wird sie noch verlängert, vielleicht gehen wir noch zum Kenner Stausee ein bisschen. Aber erstmal ist das Ziel die Burg Blankenstein hier in Hattingen. Da schauen wir uns ein bisschen um. Da gehen wir auch hoffentlich den Turm hoch, je nachdem wie viel Betrieb da heute ist. Heute ist Sonntag und ja, da ist natürlich immer viel los. Ne? Aber das werden wir im Laufe der Tour dann sehen. Bei schönem Wetter, es geht los. Ja, gerade mal ein paar Kilometer gelaufen und schon gibt es die erste Verwirrung. Ich suche verzweifelt den Weg. Die Uhr sagt, ich soll woanders lang. Komoot sagt, ich soll woanders lang. Jetzt habe ich den tatsächlich den richtigen Weg gefunden. Ja, der ist hier. Und komplett zugewachsen, da kommt man nicht durch. Da sind Bäume umgekippt, da ist alles voll mit Sträuchern. Ja, so viel wieder zu den Routen von Komoot. Da sind manchmal echt, ja, keine Ahnung, falsche Daten drin, ne? Weil der Weg, der wurde ja bestimmt schon ein, zwei Jahre vielleicht nicht mehr gepflegt. Ja, bin die ganze Zeit schon hier links in die Richtung gegangen. Aber ja, da kommt man ganz woanders hin. Weil jetzt werden wir, also meine Frau ist heute übrigens auch wieder dabei, an einem Maisfeld vorbeilaufen und dann da den richtigen Weg wieder kreuzen. Da machen wir jetzt einen kleinen Umweg. Aber ja, bevor man sich da durch die Dornbüsche durchkämpft, macht ja keinen Sinn. Dann lieber ein paar Meter weiterlaufen und sicher ankommen. Ja, so viel zum Umweg. Der ist leider auch zugewachsen. Mit schönen Dornen. Ja, Leute, das ist ja richtig schön hier. Und ein paar Baumstämmchen. Und dann hoffe ich, dass wir da vorne wenigstens wieder einen vernünftigen Weg haben, den man auch als Weg erkennt. Und wieder ein Hindernis vor uns. Aber hier hat sich mittlerweile schon ein kleiner Trampelpfad gebildet. Dann nehmen wir den mal, ne? So, jetzt geht es den Turm hoch von der Burg Blankenstein. Hier muss man aufpassen, wo man sich am Geländer festhält, weil hier ist so viel Dreck von den Tauben. Was hat man sonst an den Händen? Sehr eng hier drin. Und zwischendurch sind hier so ein paar Lampen. Zählt das eigentlich auch als Höhenmeter?
Ja, das war die Burg Blankenstein. War eine schöne kleine Burg. Wir waren hier oben, Bilder habt ihr ja gesehen. Ja, da ist noch ein Restaurant, da könnte man sich hinsetzen und noch ein bisschen was trinken und essen. Haben wir jetzt nicht gemacht, wir sind direkt weitergegangen. Noch ein bisschen durch den alten Stadtteil hier, haben uns noch ein Eis gegönnt. Ja, da waren wir danach in einer kleinen Parkanlage. Und ja, jetzt sind wir wieder in einem Waldgebiet. Und ganz interessant, ich habe hier einen Bunkereingang gesehen. Ein kleiner Stollen. Das Problem ist nur, er ist zugeschüttet. Man kommt rein in den Vorbau. Und dann ist da leider alles mit Erde zugeschüttet. Also man kommt definitiv nicht rein. Da müsste man mit schwerem Gerät anrücken. Ja, der ist leider dicht gemacht. Ne? Ich vermute mal, dass es ein Schutzbunker ist und ein Schutzstollen aus dem Zweiten Weltkrieg, weil hinter mir ist eine Klinik, eine ältere. Und ich denke mal, ja, die haben wahrscheinlich Schutzräume gehabt, kleine Stollen, um sich im Krieg zu schützen. Und wahrscheinlich war das dann so eine Art Notausgang hier in den Wald rein. Ja, aber wenn er zu ist, dann ist er zu. Dann kann man auch nicht mehr reinkommen. Sonst müsste man hier mit dem Bagger antanzen und mit vielen Schaufeln. Aber ja, das wird wohl keiner mal eben so schaffen. Ja, der Weg führt uns jetzt weiter. Eine angenehme Tour bis jetzt. Also sehr anspruchsvolle Wegführung. Sehr wenig Asphalt, außer jetzt natürlich gerade in Hattingen, in dem Stadtteil. Aber es gibt nicht so viel zu filmen, muss ich sagen. Ne? Aber auf jeden Fall eine schöne Tour, die man laufen kann. Auch wenn es nicht viel zu filmen gibt. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen bis jetzt. Ne? Man muss immer schön auf die Füße achten, dass man auch den richtigen Boden trifft und nicht daneben tritt. Also macht Spaß. Kilometer 11. Ja, die Tour ist beendet. Am Ende wurde es noch mal ein bisschen spannend auf den letzten Kilometern. Wir müssen jetzt hier über eine Verkehrsampel gehen und ja, in ein paar Metern, in 100 Metern ungefähr, steht das Auto. Da ist die kleine, feine Tour zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal nicht ganz so lang war. Ja, und wie immer, Abo dalassen, liken und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Dr. Alex.